Was geht ab, ihr Geilschnitt? Willkommen zurück zu der neuen Folge Minecraft Season Nummer 9 und wir haben einen ersten Spezialgast mit am Hallo! Start. Und der sitzt da vorne. Und hi. Falsch. So, da. Der springt da vorne. Hallo? Ich sehe dich gar nicht. Wo bist sitzt du denn? Auf dem Thron? Der auf dem Turm. Auf dem Turm, der springt. Turm. Ach da! Hi, guten Tag. Hallöchen. Genau, wir haben ein paar Paluten eingeladen, sich auf unserer Map als ersten Minecraft-Gast sich auf dieser Map verewigen zu dürften. Dürften. Aber, sein Ziel besteht daraus, die Kisten leer zu griefen und dann sich auszuloggen. Das ist ein historischer Moment. Das ist das erste Mal, dass wir nicht so Minecraft-Multiplayer-Kram spielen und einen Gäste haben. Ja, das erste Mal ein Gast in einer Season. Ich bin ein bisschen nervös. Oh, das ist gelogen. Also das ist schon so ein bisschen so, das ist schön. Okay. Das ist gelogen. Was würdest du sagen, stellt dieser Turm dar? Warte mal, ich klimme gerade diesen Turm. Oh, und stimmt, er kann jetzt von außen nicht ganz genau sagen. Mal, ja, er kann neutral alles bewerten. Das ist echt praktisch. Oh. Ja, ich bin ja sowieso jemand. Alles wird in die Waagschale gelegt, was du jetzt sagst. So, warte mal, ich gehe jetzt hier erstmal komplett hoch. Oh, warte mal, hier brennt es ein bisschen ganz oben. Oh Gott, okay, da gehe ich auf gar keinen Fall hin. Hier brennt es ein bisschen. Kannst, da ganz oben kannst du safe, ohne zu sterben und ohne zu feuern. Okay. Das also ich sehe das jetzt. Leidern. Ja, ich sehe das, aber wenn ich da direkt nach oben gehe, dann ist auf jeden Fall Burn, Baby, Burn. Oh Gott. Ich will jetzt hier auch nicht direkt schon sterben. Ich gehe mal lieber. Hast du dich ins Bett gelegt? Hallo. Achso, nee, ist egal. Können wir immer wiederholen. Ja, ja. Also du kannst nur auf der Leiter stehen bleiben, stimmt. Ja, genau, ich muss nämlich laufen, weißt du. Und Palle, der wird einfach geschickt. Genau, ist das erste Mal da, kriegt eine Sonderbehandlung hier, weißt du. Ja, wobei ist das bei Gästen nicht normal? Ja, deswegen ja. Gäste werden doch immer speziell behandelt. Also, aber Gäste haben eine eigene Toilette. Behandle ich auch nicht wie meine Mutti oder so. Was? Nee. Wo bist du denn jetzt hin schon wieder? Oder willst du auch im Keller landen? Paluten ist gerade im Turm. Ja, ich komme jetzt irgendwie was ist so ein bisschen denn noch dirt, mega random, okay. Was ist denn nochmal die Taste, war nicht random. Zombie-Spawn anzeigen lassen kann? Was willst du anzeigen lassen? Diesen Zombie-Spawn, ob das ausgeleuchtet ist. Ist das nicht irgendeine F-Taste oben? Ich trau mich nicht irgendwie alles zu drücken, nachher stelle ich das ganze Minecraft um. Ja, das war irgendeine so eine Taste. Da kannst einmal kann da fliegen. Du kriegst echt viel Dirt. Hallo, du hast nur 2 Stunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja warte mal, ich wurde hier so in die Welt reingeworfen, weißt du, und laufe jetzt hier so ein bisschen von A nach B. Komm mal runter da. Okay, ich komm runter. Danke. Lass nicht direkt beim Bram wieder saufen gehen, das geht nicht. Nein, nicht so weit, das ist zu weit. Ach, auf einmal, ach. Niemals tun, ja. Ja, da unten ist Keller, pass auf. Siehst du die Burg? Ja. Das ist eine Burg. Überraschung. Und natürlich. Soll zumindest eine darstellen. Ey, fuck you. Das sieht da wohl klar aus wie eine Burg. Paluten sieht aus wie eine Burg, oder? Das sieht definitiv aus wie eine Burg. Dankeschön. Okay, hier müssen wir noch was Cooles bauen. Weiß ich nicht. Erstmal das Lob so einfordern. Das sieht aus wie eine Burg, oder? Paluten, das sieht aus wie eine Burg. Sag nichts Falsches. Perfekt. Ja, vor allem habe ich auch keine Items. Ich habe nicht mal ein Schwert. Ja. Ein bisschen Respekt. Achso, ja, stimmt. Und hier. Bei mir in den Kisten unten, in dem Turm, ist eine komplette. Ja, warte, kannst du sofort machen. Ich muss dir kurz erklären, was du machen musst. Okay. Du siehst hier auch so diese kleine Mauer, die ist noch nicht fertig, ja, die bauen wir gerade, die hier so einiges einschließt. Das ist quasi unser Königreich. Also da ist noch der positive Teil. Also Christian baut mehr so in die Richtung. Der baut beispielsweise einen Bauernhof, aber das ist logischerweise nicht mehr in den inneren Mauern. Was in den inneren Mauern allerdings ist, sind typische Gebäude, die man braucht, quasi in beim Königreich, ja, also entweder halt die Häuser von sehr reichen und gut aussehenden Leuten wie Paluten, sag ich jetzt mal, oder ein Schmied oder ein Stall oder was auch immer, ja, und du wie sieht's denn aus mit Toiletten? Toiletten haben wir eine nur in der Burg. Oh, ja, das goldene. Ist aber, da geht doch nicht jeder hin. Nee, das stimmt. Das ist nur für den König. Deswegen, also du kannst hier natürlich auch Toiletten, also quasi Toiletten kann man natürlich auch burgtechnisch bist bauen, du denn die Klofrau? Ein bisschen größer ist. Dass man quasi sanitäre Einrichtungen hat. Sanitäre Einrichtungen? Ja, notfalls kann man ja auch hier vorne immer noch an den Baum pinkeln. Das ist ja eigentlich auch kein Problem. Ja, oder an den daneben. Also der lächelt mich auch schon so ein bisschen an. Ja, dann. Hose runter. Hose runter ab dafür. Mein Lebensmotto. Scheiße. Also, wo krieg ich denn so ein bisschen Baukram? Ja, pass auf, folge mir. Okay. Ja, genau, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Weißt du, so, okay, also ich weiß ja, was er so machen soll. Habt ihr denn dafür auch Sachen oder soll er die jetzt erstmal farmen? Ja, das will, ja, also der kann alles, farmt er kannst alles nutzen, was wir haben. Ich wäre hier versklavt. Das ist euer Plan, weißt du? Ja. Ja. Um Toiletten zu bauen. Das ist deine eigene Idee. Also von daher kannst du uns dafür nicht fertig machen. Oh, wir sind
Wer bist du denn? Achso, Entschuldigung. Oh. Weiter bitte. Ne, hier. Oh. Ja, ich habe mal kurz das Pferdchen so ein bisschen angeguckt. Also, seitdem wir uns getroffen haben hier im Etablissement in Köln und du mir von deinen Projekten erzählt hast, bin ich voll der Freedom-Fan geworden. Freedom! Ja, Dankeschön. Freut mich. Und vor allen Dingen, wie groß der Unterschied ist zwischen der ersten und der zweiten Folge, ja, wo du noch so mit Adventure, mit diesem Adventure-Mod und so in der Lang gehst und dann so die letzte, die ich dann gesehen habe, wo ich Bergmann hier hinterher rennt, ja, und, beziehungsweise jetzt nicht die letzte, aber den letzten Abschnitt da, wo ihr teleportiert seid mit eurem Squad und dadurch die Gegend heizt, wo ich mir denke, so, Alter, wer hat sich den Scheiß eigentlich ausgedacht? Oh, ich wurde hier gerade so ein bisschen geschlagen. Ich bin ja meistens immer so ein bisschen der Kopf dahinter. Oh, warte mal, hier sind ja viele Steinziegel für Toiletten. Ja, es hat sich auf jeden Fall einiges verändert, aber das ist das Coole auch daran, die Story irgendwie so ein bisschen voranzubringen. Das auf jeden Fall. Ach, hier gibt's ja sogar den Dingens. Ich find's halt geil, weißt du, so am Anfang so, ja, du musst halt hier zum Schmied gehen, dich ein bisschen ausrüsten und so weiter. Jetzt, ey, wir haben vollautomatische Waffen. Ja, das ist das Geile, Pflanzmod. Kann ich euch auch nur empfehlen, ey. Da kannst du alles machen. Da gibt's auch so Helikopter, Panzer. What? Das würde uns eh überfordern. Das geht nicht. Das ist mir egal. Ich will Panzer. Ich will Panzer fahren. Helikopter. Ich will auch Panzer fahren. Schön Stein. Okay, könnte ich mir hier mal ein paar Steinziegel? Also du kannst hier wirklich nehmen, was du willst. Okay, das finde ich gut. Wow, ich weiß hier hier jemand. Was ist das für ein Scheiß? Ja, geh mal an die Tür, Alter. Ja, genau. Also die Auswahl ist jetzt nicht so umfangreich, wie man das vielleicht erwartet. Ja, ich bin, was das Bauen angeht, sowieso auch sehr, sehr begrenzt, muss ich zugeben. Also meine Skills sind da, die gehen gegen null. Deshalb freut euch dann auf eure Toiletten. Ansonsten pinkel einfach deinen Namen in Schnee, das reicht. Okay, das krieg ich vielleicht noch hin. Ja, wenn du möchtest, baust du einfach etwas Großes, Gewaltiges. Mach, was du möchtest. Ich muss dir mal sagen, ist das bei euch auch so schweinewarm? Ja. Das geht eigentlich, ja. Ekelhaft. Also wir spielen grafisch noch nichts Anspruchsvolles, von daher hat der Rechner noch nicht in den Heizungsmodus geschaltet. Ich 1000-mal besser als Miterde, ganz ehrlich. Wobei doch hat er ja, wohl. Ja, ich auch. Verdammt. Ich finde das auch 1000-mal besser als Miterde. Ich finde, das sieht auch ganz gut aus. Ein bisschen random und trotzdem... Ja, finde ich, sieht super aus. Also jetzt kann man wirklich gut erkennen, dass das ein Magierturm ist. Ja, oder? Ghetto. Magier. Ich wollte es nur kurz Paluten vorsagen, falls er nochmal gefragt wird. Falls ich mich die ganze Zeit gewundert habe. Was ich hier suche, wäre vielleicht mal so ein bisschen Eisen oder so. Ich habe ja nicht mal eine Spitzhacke, oder soll ich mir die aus Holz und Stein machen? Kein Eisen, willst du mich verarschen? Unter Erze ist kein Eisen. Ihr habt Erze? Ach da, Erze, okay. Ich müsste Tour geben mit Eisen, ja. Ah, okay. Ich würde mich jetzt auch frech kaufen. Die Logistik war Peter verantwortlich. Ja, wurde mir aber aufgedrückt, ey. Ja, das ist richtig. Wofür brauchst du überhaupt eine Axt, ey? Verschwendet man nicht unser Eisen. Wirklich? Ich hab nicht so viel in der Welt. Kannst du ja wohl mit Händen arbeiten, was soll das? hat Paul eigentlich eine Leine an, wenigstens? Nee, war das? Und so ein Namensschild um. Eine Leine an. Namensschild. Ich hol dir aber mal ganz kurz gerne eine komplette Ausrüstung noch. Ja, warte, hier ist auf jeden Fall genügend Eisen. Also das ist kein Problem. Ich werde mich hier so ein bisschen equippen. Kommt denn jetzt der Creeper hierher? Ja, entspannt. Ja, ganz spannend. Busa. Genau, auf jeden Fall, für alle, die es halt nicht wissen, wie gesagt, wir waren in einem Etablissement etwas trinken und dann kam Sturmwaffe und Paluten vorbei. Und dann war das nicht die Aftershow-Party von... Nee. Etablissement hört sich so nach Puff an. Ja, ich wollte gerade sagen, wo warst du denn unterwegs, Dennis? Ey? Ja, darf ich jetzt hier nicht sagen. Ja, okay. Also ein Puff, alles klar. Also ein Puff, okay. Jetzt ist es raus. Jetzt habe ich es erzählt. Ja, wir haben uns auch ein Zimmer geteilt. Geil. Schon wieder. Ein Zimmer oder? Wer hat denn wen das gebucht? In dem Zimmer. Nee, gar nicht. Wir haben zusammen ein Zimmer gebucht und dann kamen nette andere Menschen mit dazu. Moment, kann man sich in solchen Dingern einfach Zimmer buchen? Also ohne die dementsprechende Person, Flatrate. Die da arbeitet? Flatrate. Nee. Also quasi so ein Zimmer. Das heißt, wir buchen so ein Zimmer, gehen da hin und keine Ahnung, du spielst dann da Mensch, ärger dich nicht mit deinen Freunden oder so. Bitte schön. Ja. Einmal komplett ausgerüstet, Palla. Oh, ja, okay. Das geht auch. Wo kamst du denn her? Weiß es nicht. Vielleicht kannst ich hatte mir jetzt in der Sekunde schon selber ein bisschen was gemacht. Du kannst dir Zimmer mieten, um da selber dich zu verkaufen. Ja, ich pack unten immer wieder rein. meine Ausrüstung, also meine Rüstung ist auch gleich kaputt. Also, wie falls krieg ihr ich da denn nochmal doppelt dieses, gemacht habt, ist nicht schlimm. Dieses Polish-Diorit hin. Im Inventar. Musst du nach Polen fahren oder das da kaufen? Wieder okay, richtig danke. Lustig. Dankeschön. Hast du dir eigentlich einen Ort ausgesucht, wo die Verewigung stattfinden soll? Von die Verewigung! Kann ich dich hier nicht runterschubsen? Die Verewigung! Das machst du auch gerade. Ah, okay. Nee, ich hab mir noch gar nichts richtig ausgesucht. Ich muss mir hier erstmal so einen kleinen Überblick
verschaffen über euer... Habt ihr eigentlich einen Namen für dieses prächtige Land? Ja, oder natürlich. Dieses prächtige Anwesen? Ja, haben wir tatsächlich. Das hier ist Fuckshire Wood. Okay. Das ist ja wohl dir klar. Gab es ein Voting für den Namen, oder? Und hier unten, komm auf die runter. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Da unten haben wir unsere Pferderennbahn des Königs aktuell. Alter, das sieht geil aus. Ich glaube, wir haben einen Namen gesucht und waren dann bei Fuckwood und dann haben wir gesagt, wir brauchen noch irgendwie so einen Namen, irgendwie noch so ein Ding wie, weiß ich nicht, bei Herr der Ringe oder so, für so ein Tal oder sowas. Dann kam noch das Shire dazu. Also Hier spließe ich auf jeden Fall erstmal runter, denn ich werde natürlich auf die Suche gehen nach mal so einem kleinen Schwein. Das ist ja einfach, das kann ich am besten. Wenn du Schweine haben möchtest, weil wir haben auch ein Farmgebäude gleich zu deiner Rechten. Okay, ja, da werde ich auf jeden Fall mal hingehen. Warte mal. Hast du Schweine für dein Klohäuschen? Ich glaube, wenn du das siehst, dann wirst du wahrscheinlich weinen. Ja, das ist ja manchmal, wenn man irgendwie so auf Klo ist, dann hat man normalerweise das Handy dabei. Gibt's jetzt in Minecraft nicht. Und dann kann man so ein bisschen sich unterhalten mit dem Schwein, ein bisschen streicheln. Wenn du möchtest, können wir ja auch irgendwo einen kleinen Nebensitz machen für Edgar. Ja, zum Beispiel, aber wir brauchen irgendwie einen neuen extravaganten Namen. Wir brauchen ein Schloss, hier? Ein Schlossschwein. Boah, Edgar ist natürlich schon sehr extravaganter Name gewesen, also. Ja, Edgar, das war... Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Tierschutz wird hier nicht ganz so groß geschrieben, oder, meine Damen und Herren? Doch, wir haben einen Veterinärmediziner hier. Also ja, und der findet das auch nicht gut. Der hat sich die Burg verlassen. Der achtet darauf. Hat halt seine Gründe. Die Burg, was ist denn bei unserer Burg mit Tieren? Wir haben doch gar keine Tiere. Ja, aber wird hier unterstützt, da die Massentierhaltung. Ja komm, du hast doch auch das Fleisch von Christian angebaut gegessen. Ich bin jetzt Vegetarier. Ja. Zumindest in Minecraft. Ich hab nur Kartoffeln. Das will ich aber sehen, Junge. Deutsche Kartoffeln, Alter. Ach, da fehlt mir eigentlich, dass die Schweine mal wieder vermehren lassen. Aber ich sehe hier keine Karotten. Hallo. Was? Ne, die sind in der Küche hier. Wobei die Küche ist noch nicht fertig. Also ich muss die Inneneinrichtung noch machen. Da. Da sind Karotten. Perfekt. So, dann hole ich mir hier irgendwie 32 raus. Ja. Komm mal mit hier. Sir Lauderhorn, mein Pferd. Geh mal hier so ein bisschen rein. Guten Tag, Leute. Sir Lauderhorn heißt es. Was willst du denn überhaupt mit dem Schwein? Verstehe ich immer noch nicht. Ne, das Schwein ist ja das Sinnbild für meinen Channel. Warum auch immer, sei mal dahingestellt. So, warte mal, jetzt muss ich hier mal einen rausstressen. Ich weiß selbst nicht mehr, wie das passiert ist, oder? Jetzt kommen ein paar mehr. Jetzt holst du die ganzen Schweine raus! Nein! Ja, warte, nimm die Karotte aus der Hand. Nimm die nutzt jede Chance. Okay, warte mal. Oh, die drücken uns weg. Warte mal, irgendwie müssen wir hier mal kurz... Komm nicht an den Zaun ran. Ja, doch, ich glaube, er ist geschlossen. Weiß. Okay, wir haben vier Flüchtlinge. Der Sicherheitszaun ist zu. Vier Flüchtlinge. Komm mal alle mit, Leute. So, warte mal. Oh, die kommen ja auch gar nicht durch. Doch, ja, das kannst du aber wegmachen. Das ist nur, damit ich aufs Dach komme, weil das ist noch nicht fertig. Okay. Das ist die Dachleiter für... Weil ja, komm mal mit, ihr Willis. So, jetzt mal hier ganz extravagant durch. Jetzt wollen die Karotten wieder nicht. Warte mal, jetzt kurz aus der Hand nehmen. Mach das mal. Leute, gut. Ihr wollt die doch. Du willst doch die Karotte. Das Sicht. Ja, komm mit. Das eine Schwein will aufs Dach. Warum? So, der kommt jetzt mit. Aussicht. Der ist ein Hausschwein. Beide Schwein. Also sieht so ein bisschen aus, als würde sein Kopf brennen. Wenn er hier so ein bisschen über der Schwein steht. Hast du lieb oder böse guckt? Ne, das guckt lieb. Ja, das bei mir guckt das auch lieb. Guckt die unterschiedlich? Es gibt nämlich Schweine wie die und die. Ja, oder das da. Die gucken halt böse und andere gucken lieb. Das ist mir noch nie aufgefallen. Alter! Das ist ja genau das gleiche Phänomen wieder, wie du irgendwo Gesichter siehst. Nee, das ist wirklich. Das ist wirklich so. Ja? Zwei, Teil der Schweine guckt so das mega stimmt, aktiv. Der hier grinst so ein bisschen. Ja, pass auf, die etwas dunkelpinkleren. Moment, wie sagt man das? Die gucken so. Ja. Die nicht ganz so. Wo die Sättigung ein bisschen runter ist bei Photoshop. Willst du etwa. Achso. Wo die Sättigung weißt du, runter wenn ist. Als wenn die dich ficken. Das wollen. Du wolltest sagen, dass die dunklen Schweine etwas grimmiger gucken, weil die nichts zu lachen haben. Aber hast du ja nicht. Zum Glück. Ja, gibt es eigentlich bei Schafen oder so auch? Weil dunkle Schafe? Ja, gibt auch bunte Schafe. Ich will wissen, ob Schafe auch verschiedene... Ich finde bei Schafen, die gucken immer so demotiviert. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, da kann Palle auch ein bisschen was drüber erzählen. Schafe mag der auch nicht, hab ich schon öfter gehört. Wieso, hab ich denn gegen Schafe? Nein. Vor allem schwarze Schafe nicht, die mag der eh nicht. So, jetzt komm mal mit hier. Warte mal, wie komme ich denn da wieder hoch? Ich muss ja irgendwie das Schwein ins Schloss bringen. Ja, das ist kein Problem. Dafür haben wir ja extra gemauert. Ja. Ah, danke, thanks. Okay. Wir brauchen noch einen traumhaften Namen. Für das Schwein? Ja. Irgendwie Willi der Dritte oder so. Ist er denn schon der dritte Willi? Ja, man weiß es nicht, aber das sagen wir einfach. Lord Willi der Dritte. Das kann ja schon in dem Schweinestall einfach die dritte Generation sein.
Oder als der Erste, der es geschafft hat, auszubrechen, weißt du, so ein bisschen wie Game of Thrones. Nee, und ist wie auch Stormbauen, Sprenger des Zaunes, Flüchtiger vor der Karotte, Erklimmer des Berges und weiß noch nicht, was noch mit dem Berg. Er ist First of his Name, das genau, ist immer ganz wichtig. First of his Name, ja. Und das ist immer wichtig. Das klingt total gut. Ja, wir nennen ihn einfach gut. Lord Willy der Dritte, weil er muss ja schon so ein bisschen adelig sein. Der Dritte, ja, First of his Name. So langsam geht halt auch los mit den Krankheiten. Haben wir noch einen Name-Tag? Inzucht. Kann man das auf Schweine kann machen? Kann sein, weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht. So. Okay, wir suchen einen Name-Tag. Ihr sagt nachher wieder mit dabei. Tschüssi.